bis daher, die wird dann durchs Durchpendeln hinten wieder ausgegeben. Und die, was da, die Energie, was da verbraucht wird fürs Durchschlagen, um das geht der Hammer hinten weniger weit auf. Das ist das Prinzip. Wenn ich jetzt leer durchschlage, ich tue jetzt einmal leer durchschlage, dann müsste der Hammer genau wieder gleich hoch aufgehen, wie er zuerst war. Und um die Reibung weniger. Und das, wir sehen da als Skala, gelten dort da die Ausrede. Da steht mal 10 in Joule. Da steht 300 auf der Skala. Und wenn wir da aufgehen, da oben steht 0. 0 Joule. Also eigentlich, wenn ich jetzt leer durchschlage, sollte der Zahl bis da aufgehen. Das können wir jetzt anschauen. Das andere, was er nicht da aufgeht, das ist Reibung. So, dann müssen wir mal wegbleiben und nicht, dass wir da an einer Folge oder einer durchkriegt. Achso, dann haben wir noch einen Rückgang. Nein, jetzt tun wir einmal leer. Jetzt tun wir leer aufschlagen, gell? Also entregeln und dann sehen wir, der Zahl geht da auf ca. 2 Joule. Macht man 1, 2, 3 trockene Werkschläge. So, Joule. Abpressen. Nochmal. Okay, dann können wir nicht mehr ungefähr auf das 2 Joule. 2 Joule ist einfach der Wert, den die Reibung von den Lager da braucht. Dann legen wir jetzt da was ein. Wo sind die drei Punkte? Ich habe da jetzt zwei Prüflinge mitgenommen. Einmal Messing und einmal Edelstahl oder Nierröster. Edelstahl ist Nierröster. Und dann ist auch nicht gestartet. Ja. Wir legen zuerst Messing ein. Den müssen wir da mittig einlegen. Und dass die Kanten hinten schon bitte? Die Kerbe ist hinten, also der Hammer schlägt hinten gegenüber von der Kerbe drauf und biegt das Teil zwischen der Finger da durch und das löst den Bruch aus. Der Bruch fährt von der Kerbe weg nach hinten durch. Da den Zeiger auf 0 stellen und geht's los. Zack. Nicht sehr dramatisch. Da ist einfach gar nichts noch dran. Da ist gar nichts. Man sieht da an der Bruchfläche Sprödbruch, einfach glatt durchbrochen. Und von der Energie her sieht man da 16 Joule. Nein, so 14